Wir wissen, wo El Politos Auto steht. Stehlen Sie es und meine Leute analysieren seine Navidaten. Er hat für uns ein richtiges U-Boot entwickelt, das für Radar und Satelliten unsichtbar ist. Wir haben einen funktionierenden Prototypen und in ein paar Wochen werden wir mit diesen U-Booten unsere Waren nach Mexiko und Europa exportieren. Und die Frage, die alle beschäftigt, werden die neuen Narkobote Toiletten haben? In serio? Nein. Ahí lo tienen. Die Wahrheit direkt aus dem Mund der reizenden Dame. Und jetzt wieder Musik, zu der ihr mit dem Kulo wackeln könnt. Da ist ein Sicario, nahe dem Geschütz. Setze Drohne ein. Ich sehe ein zweites Ziel. Hab ein drittes Ziel. Tango ist tot. Sieht aus, als hätten sie aufgeschreckt. Es liegt Veränderung in der Luft. Alles klar bei mir. Wacht, 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 Biff! Está bien, me rindo. Los machitones, pues. Va a permanecer a uno. Ergue.
Das ist die Garage. Meldet euch, wenn ihr Politos Wagen seht. Alles klar. Ziele markiert. Auf dein Zeichen. Roger. Ziel erfasst. Bereit. Auf deinen Befehl. Erledigt. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Tango's markiert. Was jetzt? Okay, Ziel erfasst. Bin bereit. Ziel markiert. Behalt sein Umfeld im Auge. Auf dein Zeichen, Boss. Abschuss bestätigt. Ziele markiert. Warte auf den Befehl. Ich hab das Ziel. Bereit für den Angriff. Ich lege an. Feind am Boden. Pass gut auf. Die wissen, dass irgendwas los ist. Fliegt. Hier ist Ziel Nummer 5. Sie kommen hier lang. Die Kerle sind markiert. Ich warte auf dich, Boss. Ziel erfasst. Kann loslegen. Hab ihn. Im Lager wird's ruhig. Alles klar. Wir haben Verluste. Feuer. Hab einen. Alles wird gut, hörst du? Ich bin unterwegs. Verluste, reißt euch zusammen. Wir haben Verluste.
Halt durch, ich komme zu dir. Das hat aber gedauert. Da drüben wird's ruhig. Die rechnen nicht mehr mit uns. Umgelegt. Haben Verluste. Halte durch, ich bin auf dem Weg. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Der ganzen Kohle hätte ich gedacht, das Kartell macht schönere Orden. Da vorn, ich sehe Politos Wagen. Was für ein Nobelhobel. Und da ist ein blutiges Kondom im Handschuhfach. Oh, halt. Zwei blutige Kondome. Dann ist es wohl ziemlich sicher Judis und Politoschlitten. Das ist selbst mit Kondom immer noch eine verdammt heiße Kiste. Ich hab das Narko-Geprotze nie verstanden. Ein teurer Schlitten mit Chromfelgen. Und trotzdem fährst du damit durch genau dieselben staubigen Städte wie vorher auch. Du willst unbedingt so eine Karre, hab ich recht? Schickes Auto, schicker Anzug, dieselbe Straße. Was noch? Klimaanlage. Thank you.
Scheißdreck. Okay, jetzt sind Bowman und die ISA dran. Die checken das Navi des Wagens nach Orten, an denen sich Judy und Polito verstecken könnten. Moment, ich fahre. Bin drin, los geht's. Habt ihr den schon gehört? Sitzt ein Seemann in einer Bar? Kenn ich schon. Ist mir scheißegal. Jedenfalls sitzt der Seemann in einer Bar und dreht sich zum Typen neben ihm. Willst du einen Marine-Witz hören? Der Typ antwortet, bevor du ihn erzählst, solltest du wissen, ich bin 1,80 groß, wiege 90 Kilo und bin Marine. Der Typ neben mir ist 1,90, wiegt 100 Kilo und ist auch Marine. Und der Typ daneben ist 2 Meter, wiegt 115 Kilo und ist auch Marine. Nein, Zerf, willst du den Witz noch erzählen? Setze Drohne ein. Der Seemann denkt nach und schüttelt den Kopf. Nö, sagt er. Ich will ihn nicht dreimal erklären. Eine kleine Gruppe Kartellleute. Moment, ich leg ne Mine. Die Tangos haben den Knall gehört, die wollen Ärger. Ich leg ne Mine. Sekunde. Vergeuden Zeit, Leute. Haltet euch ran. Granate fliegt. Geht in Deckung. Das soll
Granate fliegt. Nehmt das. Shit, Zeit ist um. Die Arschlöcher kommen hier lang. Was tun? Wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. Ich mach das, ich fliege. Hier laufen Gegner rum. Okay, alles sauber.